Gebrüder Dornbirer AG ist ein traditioneller Familienbetrieb. Mein Großvater hat die Firma gegründet. Nachher haben mein Vater und mein Onkel die Firma gehabt. Und seit 10 Jahren führen meine Frau und ich die Firma. Wir sind seit 1987 Scania-Kunde. Vorher haben wir natürlich immer sauber gefahren als Schweizer Firma. Und wir haben dann 1991 den ersten Scania 4-Achser gekauft, einen 143G, den V8-Motor. Das war natürlich ein ganz super Auto, damals ein schweres Chassis, ein starker Motor, viel mehr Leistung als alle anderen hatten. Und der Wagen hat sich in dem strengen Einsatz wirklich bestens bewährt. Und zwar so, dass der eine Art nicht ein Fahrzeugleben, sondern hat fast zwei Fahrzeugleben gehabt. Das hat uns natürlich dazu bewogen, sind wir dem Konzept treu geblieben. Unsere V8 Scania sind natürlich vor allem mit der Baustelle eingesetzt. Das heisst, wir haben immer schwere Ladungen. Wir fahren viel auch noch aufwärts, das Appenzellerland rauf. Wir haben immer Bündnerland oder jetzt sind wir in Toggenburg am Fahren. Das sind Strecken, wo es Leistung braucht. Und dort bewährt sich natürlich V8 sehr gut. Oder? Die Scania V8 die sind natürlich immer im strengen Einsatz. Wir reden hier nicht von einem Durchschnittsverbrauch von 130 Liter und so. Die müssen schwer arbeiten, aber dort sind die wirklich umso schwerer. Auch muss sagen, ist der Unterschied zum 6-Zylinder auch grösser. Da braucht der V8 tendenziell weniger Most. Weil er einfach schweren Einsatz ist, der sein Element und kann seine Vorteile ausspielen. Man ist schnell und sparsam. Speziell jetzt einer der neuesten Generation, der übertrifft alle Erwartungen. Das ist sparsam, dass man es manchmal fast nicht glauben würde. Der V8 ist immer etwas Spezielles, das ist auch für mich als Unternehmer mit der V8. Ich fahre nicht immer selber hier auf den Platz an Fahrt und so, dann freue ich mich daran. Die Fahrer haben natürlich auch sehr Freude an diesen Motoren, weil es schon den Fahrer ein bisschen raushebt. Das ist etwas Spezielles, da gibt es nicht mehr so viel heute und die fühlen sich dann schon ein bisschen geehrt und so als V8-Fahrer. Ja, wenn man natürlich morgen raus schaut, alle Lastwagen wegfahren vom Platz und da fährt ein Zylinder am anderen durch. Das ist natürlich schön zu hören, wenn der Sound von dem Motor der ist eindrücklich und der gefällt mir schon sehr gut. Und muss man auch sagen, vor allem die neuesten Generation, die haben wieder einen super Sound. Das ist ganz genial.